diesem Video werden Ursachen für Leistungsunterschiede bei Schulkindern besprochen. Jedes Individuum, also jedes Kind, hat gegenüber anderen Menschen abweichendes Leistungsvermögen, welches auf ein jeweils unterschiedliches Potenzial, also Möglichkeiten, zurückgeführt werden kann. Das voneinander abweichende Potenzial kann unter anderem durch unterschiedliche Anlagen, wie beispielsweise im Bereich der Intelligenz, bedingt sein. Von großer Bedeutung sind darüber hinaus Anregungen aus der Umwelt der Kinder, wie die häusliche Umgebung, die Vorbildwirkung von Bezugspersonen und entsprechende Fördermaßnahmen hinsichtlich der Sprachentwicklung. Die Erwartungen des Individuums an die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten werden als Selbstkonzept bezeichnet. Die Annahme, ob man durch die eigene Anstrengung etwas verändern und bewirken kann, wird als Selbstwirksamkeit bezeichnet. Wenn Menschen ein positives Selbstkonzept und eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung haben, wird die Leistungsmotivation höchstwahrscheinlich größer sein, als wenn dies nicht der Fall ist. Wenn Menschen eine große Leistungsmotivation haben, können diese auch bei mangelnder Anlage gute Leistungen erzielen, die ansonsten nur mit besserer Begabung zu erwarten wären. Solche Menschen werden als Overachiever bezeichnet. Menschen, die ihre Begabung nicht ausnutzen können, werden Underachiever bezeichnet. Eine Lernstörung liegt dann vor, wenn der zu erwartende Lernerfolg nicht eintritt. Als Vergleichsmaßstab gelten die durchschnittlichen Leistungen anderer Kinder der gleichen Altersgruppe. Lernstörungen können unter anderem ihren Umfang bzw. Ausmaß entsprechend in Teilleistungsstörungen und Lernbehinderungen unterschieden werden. Wenn bestimmte Bereiche gestört sind, spricht man von Teilleistungsstörungen. Beispiel hierfür sind unter anderem die Dyskalkulie, also die Rechenschwäche, und die Legasthenie, die Lese- und Rechtschreibschwäche. Eine Lernbehinderung liegt dann vor, wenn es sich beim Individuum um ein so umfassendes Problem handelt, sodass es beispielsweise in mehreren Unterrichtsgegenständen zu Schwierigkeiten kommt. Lernstörungen können unter anderem auch ihrer Dauer nach unterschieden werden. Überdauernde Lernstörungen machen im Gegensatz zu vorübergehenden Lernstörungen ein erhebliches Betreuungsausmaß notwendig. Als Vergleichs- und Bewertungsmaßstab für die Schulleistung von Kindern werden die durchschnittlichen Leistungen der gleichen Altersgruppe herangezogen. Die Leistungsängstlichkeit führt bei den Schülerinnen und Schülern dazu, dass für diese die Möglichkeit einer Leistungserbringung nur eingeschränkt möglich ist. Ein Beispiel ist in diesem Zusammenhang unter anderem die sogenannte Prüfungsangst, bei der es vielfach vorkommen kann, dass Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Prüfungsvorbereitung die erwünschten Leistungen erbringen können, aber in der Schule in einer Prüfungssituation scheitern. Häufige und starke Konzentrationsschwächen bzw. Aufmerksamkeitsstörungen können eine weitere Ursache für, verglichen mit der Altersgruppe, schwächere Leistungen sein. Es können in diesem Zusammenhang unter anderem zwei Arten von Aufmerksamkeitsstörungen unterschieden werden. ADHS wäre hier zu nennen, eine Aufmerksamkeitsstörung mit Hyperaktivität, und ADS, eine Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität. Die für ADHS typische Hyperaktivität kann bei etwa 5% der Schulkinder festgestellt werden. Wann hat jetzt ein Kind ADHS? Die Symptome müssen für eine Diagnose von ADHS deutlich erkennbar und häufig auftreten. Mögliche Symptome sind unter anderem motorische Hyperaktivität, die sich beispielsweise dadurch ausdrückt, dass kein langes Stillsitzen in der Klasse möglich ist. Ein weiteres Kennzeichen ist die beeinträchtigte Fähigkeit des Kindes, aufmerksam zu sein. Dies führt dazu, dass das Kind nur eine kurze Konzentrationsspanne hat und die Tätigkeiten häufig nicht vollendet werden können. Menschen mit ADHS neigen zur Impulsivität. Es kommt gehäuft zu plötzlichen, unüberlegten Handlungen, wie beispielsweise häufigen Dazwischenrufen während des Unterrichts. Eine mögliche Folge dieser Impulsivität sind unter anderem Kontaktschwierigkeiten zu Gleichaltrigen. Als eine mögliche Ursache für ADHS
können unter anderem genetische Einflüsse genannt werden. Im Zusammenhang mit ADHS gibt es mehrere Therapieansätze, wie etwa die Verhaltenstherapie und der Einsatz von Medikamenten. Im Rahmen der Verhaltenstherapie erlernt das Kind eine Verhaltensänderung durch eine bessere Handlungssteuerung. Das bekannte Medikament mit dem Arzneistoff Ritalin bewirkt im Gehirn eine Stoffwechselanregung bestimmter Hormone. Da die Wirkungsdauer nur wenige Stunden beträgt, ist es notwendig, wiederholt dieses Medikament den Menschen zu verabreichen. Der entwicklungspsychologische Verlauf zeichnet sich häufig dadurch aus, dass eine motorische Unruhe schon im Kindergarten festgestellt werden kann. Im Erwachsenenalter ist eine erhöhte Impulsivität ein Kennzeichen für ADHS. Besonders hilfreich für Kinder mit Konzentrationsschwächen sind eine Unterstützung durch deren Umfeld, wie unter anderem Bezugspersonen, das Elternhaus, Schule und so weiter. Eine Möglichkeit der Hilfestellung ist eine Vorgabe klarer Strukturen in Form von beispielsweise einem Schreibtisch ohne ablenkende Reize, klare Regeln und Anweisungen und so weiter. Es ist wesentlich, dem Kind deutlich zu machen, dass dessen Verhalten Konsequenzen entweder in Form von Belohnung oder andererseits im Entzug von Belohnungen bewirkt. Gibt es Unterschiede bezüglich der Leistungsfähigkeit zwischen den Geschlechtern? Bei Untersuchungen der allgemeinen Intelligenz konnten keine Differenzen, also keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern, diagnostiziert werden. Im Bereich der verbalen Fähigkeiten weisen Mädchen einen früheren Sprechbeginn auf und haben schon frühzeitig einen größeren Wortschatz. Jungen haben vergleichsweise häufiger Lese- und Rechtschreibschwächen. In der Gruppe der Hochbegabten können keine Unterschiede der verbalen Fähigkeiten festgestellt werden. Mögliche Ursachen sind eine langsamere Reifung des Zentralnervensystems bei Jungen und eine unterschiedliche Motivation hinsichtlich des Schreibens und Lesens. Darüber hinaus kann es vorkommen, dass schulische Texte eher den Interessen der Mädchen entsprechen. Es können kaum Unterschiede hinsichtlich der mathematischen Fähigkeiten zwischen den Mädchen und Jungen festgestellt werden. Knaben zeigen etwas bessere Leistungen im Bereich des räumlichen Vorstellungsvermögens. Eine mögliche Ursache für die leicht zwischen den Geschlechtern abweichenden Leistungen können in unterschiedlichen Rollenerwartungen bestehen. Die Leistung eines Menschen wird wesentlich bestimmt durch dessen Leistungsorientierung, sein persönliches Interesse und sein Selbstkonzept. Die Leistungsorientierung kann unter anderem zu einem ausgeprägten Konkurrenzdenken führen. Die Erwartungshaltung hinsichtlich der eigenen Leistungsfähigkeit und der anderer Menschen bestimmen wesentlich die Leistungsorientierung des jeweiligen Individuums. Die Erwartung an die eigenen Leistungsmöglichkeiten und deren Bewertung wird unter anderem durch Bezugspersonen, Familienmitglieder und die Gesellschaft geprägt. So gibt es beispielsweise manche Lehrerinnen und Lehrer, die Leistungen von Jungen deren Begabung und jene der Mädchen ihrem Fleiß zuordnen. Dies hat letztlich wiederum einen Einfluss auf die persönlichen Interessen der Mädchen und Jungen. Motivation und persönliches Interesse beeinflussen sich gegenseitig. Viele Schülerinnen und Schüler entwickeln eine Vorliebe für bestimmte Unterrichtsgegenstände und damit ein Interesse für Wissensgegenstände und Wissensinhalte. Es können in diesem Zusammenhang zwei Formen von Motivation unterschieden werden. Bei der intrinsischen Motivation liegt das angestrebte Ziel innerhalb des Menschen. Beispielsweise die Freude, etwas Neues lernen zu können und das eigene Wissen zu erweitern. Bei der extrinsischen Motivation liegt das Ziel außerhalb des Menschen, beispielsweise eine konkrete Belohnung der Eltern für eine gute Benotung. Die Annahmen des einzelnen Menschen hinsichtlich der eigenen Stärken und Schwächen wird in der Psychologie unter anderem als Selbstkonzept bezeichnet. Persönliche Erfolge stärken das Selbstbewusstsein und damit auch das Selbstkonzept. Einflüsse der Umwelt können sich in diesem Sinne ermunternd und hemmend auf das Selbstkonzept des Individuums auswirken.